Mit 100 Euro in nur 365 Tagen zum Millionär? Klingt verrückt, ist es auch. Doch ich will es herausfinden. Ich stelle mich der Herausforderung und will jedem beweisen, dass man ohne Kontakte und Geld nur mit Disziplin in einem Jahr zum Millionär werden kann. Mein Name ist René Huber. Ich bin 25 Jahre alt und habe mehrere Unternehmen mit aufgebaut und gegründet. Begleitet mich auf dieser spannenden Reise voller Erfolge, Rückschläge und schlafloser Nächte. Das Leben ist ein Spiel. Let's play. Was bisher geschah. Und so planen wir es jetzt auch, dass es zwischen Weihnachten und Silvester für 7 Tage, weil ich echt Stress habe, an Geld zu kommen. Und warum am Dienstag? Weil er dann am 28.12. ist ein perfekter Tag. Aber ihr seht, ich weiß nicht, ob man hier durchsehen kann, es sind 300 Quadratmeter relativ hohe Wände. Und das müsste da so 300 Quadratmeter haben. Genau, und deswegen, da wollte ich kurz nachfragen, ob das nur verfügbar ist. Ich habe zurzeit 16 Stunden pro Tag, am Sonntag 6 Stunden, also Samstag 10 dazu. Jeden Tag 16 Stunden, Sonntag 6. Jo Freunde, da freut man sich endlich Kohle verdienen zu können mit den Auktionen, plant alles, arbeitet mehrere Stunden und was passiert? 2 Auktionen laufen schon los, die man auch getestet hat, damit genau das nicht passiert. Und ja, dann noch einen Tag später, unserer Aufzeichnung zufolge, haben sie die Grundsätze unserer Website verletzt. Und wurde einfach mein Konto jetzt dauerhaft gesperrt, das gibt's nicht. Ich habe da sogar davor angerufen, dass jetzt sehr viele Auktionen online kommen werden, ob das eh passt. Der Mitarbeiter, jo Digga, sicher passt das. Und dann bekomme ich genau, das kann's nicht sein, wirklich. Warum rufe ich ihn da vorher an? Das gibt's nicht. Also eBay legt mir jetzt grobe Steine in den Weg. Zum zweiten Mal einfach gesperrt und jetzt sogar eine dauerhafte Sperre. Ich musste jetzt einfach mal sofort anrufen, das kann's nicht sein, wirklich. Das passt einfach nicht mehr. Ja, mit dieser E-Mail war eigentlich so ein Gedanke in meinem Kopf, soll ich die Challenge überhaupt noch weitermachen, bringt es überhaupt noch was? Ich wollte ja die meisten Sales mit eBay generieren und beziehungsweise will das noch immer. Mein Account ist jetzt zum zweiten Mal gesperrt worden, das erste Mal ist ganz normal, konnte ich dann freigeben, ganz easy. Aber jetzt, nachdem ich ein paar Auktionen reingehauen habe, wie geplant, waren dauerhafte Sperre, ihr könnt es gerade lesen. Und ja, ich habe wirklich im Kopf, ob ich jetzt die Challenge noch weitermache, aber ich muss natürlich weitermachen. Ich gebe auch für euch natürlich Gas. Und ja, was mache ich als Nächstes? Ich versuche jetzt einfach mal bei Spock etwas zu listen. Ich werde sogar mit meinem privaten Spock-Account machen, mit dem Handy. Geht schneller, ich habe jetzt nicht mehr recht viel Zeit. Und natürlich gebe dann einfach die Rechnung mit. Natürlich, wenn Spock das rausfindet, sperrt sie meinen privaten Account, aber da ist mir scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen, den privaten brauche ich dann so und so nicht mehr im späteren Verlauf, aber ich habe jetzt nicht mehr recht viel Zeit. Bei Willhaben mache ich genau das Gleiche, ich zahle sicher noch keine Angebotsgebühren bei Willhaben, sondern stelle erst die ersten Artikel mal als privat ein und werde es dann natürlich mit Rechnung. Ihr braucht jetzt nicht schreiben, hey Digga, du verkaufst da privat. Nee, ich gebe dann demjenigen, der es bei mir kauft, einfach eine Rechnung mit, schicke ihm die zu, einfach mit dem Paket drinnen und verbuche es auch ganz normal, zahle dort auch Steuern. Ich hintergehe sozusagen nur die 2 Shop-Anbieter, aber es hilft halt alles nichts. Ich werde hier von jeder Seite irgendwie, werden mir Steine in den Weg gelegt, Freunde. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt machen. Welche Vorteile hat Spock meiner Meinung nach? Du baust dir regional eine Reichweite auf, genauso wie wir Willhaben. Und wie es ausschaut, ja, ist eBay für mich gelaufen. Ich versuche dann nach Weihnachten, jetzt ist dann Weihnachten, versuche dann nach Weihnachten dort noch anzurufen, vielleicht irgendwas zu reißen. Aber ich habe, wie gesagt, die Hoffnung leider schon aufgegeben, weil sowas hatte ich noch nie, eine zweifache Sperre. Jo Freunde, eigentlich wollte ich ja zu Weihnachten nicht arbeiten. Ich hoffe, die Qualität passt. Ich sitze gerade in der Garderobe, weil ich gerade eine richtig, richtig coolen oder eine richtig coole Nachricht für uns, für mich habe, nämlich einer hat die HP Workstations auf Spock, die ich auf Spock vor ein paar Tagen eingestellt habe, auf meinem privaten Account, will die kaufen. Ich habe da sehr, sehr viele Artikel eingestellt, aber die Workstations ist einfach geil, weil die alten Industriemaschinen mit dem Windows XP, die brauchen einfach die älteren Maschinen und da reichen die vollkommen aus. Der will alle 8 Stück kaufen, kann ich euch auch gerne in den Chatverlauf ansonsten einblenden. Und der will sie in den nächsten Tagen, ich glaube Montag hat er geschrieben, will er das Ganze dann abholen. Ich hoffe, er hat auch eine Zeit dazu geschrieben, passt für mich perfekt, weil Montag arbeite ich wieder. Und ich hoffe, ich kann dort auch mitfilmen, wenn der kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss dann die ganzen Workstations vom Büro runterschleppen. Und jetzt geht's für mich wieder rein, Freunde. Ich sitze hier einfach in der Garderobe herum. Echt weird sogar. Sogar in den Weihnachtstagen nehme ich für euch das auf, Freunde. Ja, Freunde, gerade eben hat es geläutet. Der Typ mit den Rechnern müsste gleich am Start sein. Ich schaue, ob ich sie mitfilmen kann. Hallo? Hallo, grüß dich. Ich war zu den Geräten, da war ich verspuckt.
Perfekt, am Kippen ist du fährst hinten wieder auf und auf, machst den Kofferraum auf und ich lade das dann ein Hüftteil an. Ich will oben im Büro leider stehen. Okay, ich fahr mal hinten. Oh, perfekt. Jo, Freunde, ich filme es nochmal kurz mit dem Handy. Wir haben alles runtergeschleppt, mir ist arschkalt und ich bin ein bisschen dreckig noch. Aber ich hoffe, ihr seht das, was ich sehe. Wir haben 200 Euro. Ja, ich freue mich, wie wenn ich, ich freue mich mehr, wie wenn ich 10.000 bei der normalen Firma Gewinn mache. 200 Euro, mit denen können wir jetzt wenigstens ein bisschen arbeiten. Und das Coole ist, der Typ, der wird sich wieder solche wünschen. Also ich habe mir seine Nummer natürlich gespeichert. Wenn ich wieder welche habe, kann ich den direkt anrufen. Also mein erster echter, lebendiger Kontakt, der HP Workstations kauft. Der hat gesagt, der rüstet die um auf und verkauft die dann auch teurer weiter. Keine Ahnung, was er damit macht. Ist mir scheißegal. Die sind zwar innen noch übelst dreckig, aber wir haben jetzt 200 Euro plus auf unserem Konto. Und ja, ich habe mich ein bisschen abgeschleppt. Eiskalt ist mir, aber es hat sich sowas von fucking gelohnt, Freunde. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Also das ist mein Weihnachtsgeschenk, ich schwör's euch. Jo, Freunde, wie letztes Mal erwähnt, nutzen wir die kostenlose Testphase zu Beginn als allererste Mal bei Safdesk. Wie gesagt, ich habe euch unten auch einen Link hingepackt. Einfach hier auf kostenlos testen klicken, eure E-Mail-Adresse eingeben. Und dann muss die E-Mail-Adresse auch noch bestätigt werden. Das mache ich jetzt ganz kurz. So, Freunde, jetzt seht ihr hier, bin ich im Dashboard von Safdesk eingeloggt. Dazu will ich jetzt nicht mehr viel sagen. Es gibt, wie gesagt, auf der Website schon ein Video dazu. Ich habe unzählige Videos dazu gemacht. Hier steht auch nochmal, dass man es 12 Monate bis zu 12 Monate kostenlos dann nutzen kann. Das Ganze alles gut und schön, und wie man jetzt einen Kontakt und eine Rechnung erstellt, will ich euch auch nicht mehr sagen, sondern was jetzt sehr, sehr spannend wird, Freunde. Ich habe von demjenigen nur den Vor- und den Nachnamen. Wie macht man das Ganze? Und hierzu habe ich mir was überlegt. Ich habe meinen Steuerberater gefragt und ihm gefragt, hey, hättest du kurz Zeit für ein Telefonat? Und den fragen wir jetzt einfach gemeinsam. Wie funktioniert das Ganze, wenn ich nur Vor- und Nachnamen habe? Das fragen wir meinen Steuerberater jetzt live am Telefon, und das ist wirklich eine einmalige Geschichte. Sowas, glaube ich, bekommt man bei YouTube selten, und jetzt schauen wir mal rein. Ich hätte eine kurze Frage an die, wenn es recht ist. Es geht um den Fall, bei uns hat vor einem Rechner abgeholt, so PCs, HP Workstations, einfach irgendwelche Rechner, kannst du dir vorstellen. Und ja, der hat das über Spock gesehen, ist hergekommen und hat es abgeholt. Wie schreibe ich denn da eine Rechnung? Weil ich kann ja nicht einfach, weißt du, was ich meine? Es wird wichtig, dass du es versteuerst und so weiter. Oder? Genau, also den Betrag, den haben wir eh. Also ich hätte einen Chatverlauf zur Not, wo wir halt den Betrag dann haben. Und so konnte ich das dann ja eigentlich machen, wenn ich das dazu heft, oder? Also, ja, freilich. Rechnung erstellen, Chatverlauf dazu, dann ist der Betrag auch genau. Und dass ich es bar gekriegt habe, schreibe ich halt hin. Genau. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, um die Frage endgültig zu klären, Freunde, wenn ich jetzt nur Vor- und Nachnamen habe und nicht Adresse und nicht die Adresse, kann ich das trotzdem machen. Ich schaue einfach, dass ich mir den Chatverlauf speichere. Wenn ich 100 Euro einnehme, schreibe ich auch 100 Euro auf die Rechnung, bei 200 logischerweise. Und hier gehört auch nochmal dazu gesagt, dass es halt nur, wenn ich die Adresse nicht habe, die ganzen anderen Formvorschriften wie das Ausstellungsdatum, eine Rechnungsnummer, eine Menge, der Zeitpunkt und so weiter, das alles gehört natürlich sowieso drauf, das brauche ich ja nicht mehr dazu sagen. Solltet ihr da Probleme haben, schaut, wie gesagt, auf die Website und schaut euch die Safdesk-Videos nochmal an, aber wenn ich jetzt nur Vor- und Nachname habe und nicht die Adresse, wie es manchmal will haben und Spock der Fall ist, dann kann ich das so lösen. Nachdem diese Woche eigentlich alles echt gut gelaufen ist, werde ich jetzt nochmal bei eBay anrufen und versuchen auch den Account wieder freigeschaltet zu bekommen. Freunde, drückt mir die Daumen, und ja, ich versuche das Telefonat natürlich wieder aufzunehmen. Schauen wir mal, ob ich Glück habe, beziehungsweise was die netten Leute von eBay sagen, warum mein Account zum zweiten Mal und dauerhaft gesperrt wurde. Hallo. Willkommen bei eBay. Nennen Sie mir Ihren einmalig gültigen siebenstelligen Passcode oder geben Sie ihn ein. Vielen Dank. Ich leite Sie an einen eBay-Mitarbeiter weiter, der Ihnen weiterhelfen kann. Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt weniger als 2 Minuten. Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt weniger als 1 Minute. Hallo, Huber spricht. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe vor ca. 2 Wochen einen eBay-Account bei Ihnen erstellt. Wir haben auch mehrere Accounts laufen und ein paar sind gelöscht worden. Auf jeden Fall, wir betreiben den Handel bei euch, und das Problem ist, dass der jetzt gesperrt wurde. Ich habe extra nachgefragt, ob das eh kein Problem ist, wenn ich gleich auktioniere, aber der wurde jetzt, glaube ich, sogar dauerhaft gesperrt. Ja, die anderen Accounts sind auch alle gewerblich. Ich habe euch extra angerufen, weil meistens ist es so, dass das am Anfang standardmäßig gesperrt wird, so als Sicherheitsprozess. Das wusste ich schon von den anderen, und deswegen wollte ich da gleich nachfragen. Und derjenige hat doch gemeint, es ist alles gut. Und die E-Mail bei diesem Account müsste rmko
1996@outlook.com sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, richtig nice ist. Ich dachte schon, dass der für immer gesperrt ist, weil ich hatte das schon mal, aber da stand halt nichts von dauerhafter Sperre. Jetzt ist halt dort gestanden, dass er dauerhaft gesperrt ist. Deswegen war ich ein bisschen nervös. Also, Sie meinen, dass sozusagen jemand meine Daten von einem anderen Job irgendwie hat oder abgreift und dann auf meinen Namen verkauft, oder wie? Okay, super. Ja, sicher, verstehe ich. Optimal. Super, perfekt. Ich wünsche Ihnen einen super schönen Tag und bedanke mich. Tschüss. Jo, Freunde. Habt ihr das gehört? Die haben einfach nur mein Konto gesperrt, weil ich schon auf mehreren Konten auf eBay verkaufe. Und deswegen gab es da so eine... Die dachten, das ist ein Scammer, der sich meine Daten bei den großen Shops abgreift und dann auf meinen Namen weiterverkauft. Aber, ja... Ich dachte mir schon, ich wollte schon gar nicht mehr anrufen, weil es stand halt wirklich dort, ihr habt es gelesen, eine dauerhafte Sperre. So meine Freunde, das heutige Video ist etwas kürzer geworden, natürlich, weil ein paar Tage fehlen. Ich habe Weihnachten nichts gemacht am 25. und am 26. auch nur ein bisschen Chat. Und deswegen will ich das jetzt nutzen, weil das ist nämlich, wie gesagt, das letzte Video in diesem Jahr auf RMK, weil das nächste kommt erst am Samstag und da ist schon der erste. Und deswegen will ich so einen kleinen Rückblick mit euch in diesem Jahr einfach mal ein bisschen durchgehen, einfach ein paar Dinge erzählen, die meisten von euch vielleicht noch nicht wussten, um dann dieses Video abzuschließen. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen, Freunde, bleibt aber definitiv noch dran. Ich habe noch ein paar Worte an euch zu sagen, an euch zu richten, keine Ahnung, wie man es nennt. Grundsätzlich will ich mich mal bei jedem bedanken, der diese Videos schaut, nicht nur diese, sondern alle Videos, der mir nette Nachrichten darunter schreibt. Ihr schreibt mir immer, René, mach weiter, René, du bist so motiviert. Und warum bin ich so motiviert? Genau wegen euch. Also ich würde es natürlich ohne euch nicht machen. Ihr seid dran schuld. Nicht, weil ich der motivierteste Mensch der Welt bin. Nein, sondern weil ihr mich so motiviert, Freunde. Und um das geht's. Und es schreiben mir auch so viele Leute, danke, dass ich das durch dich geschafft habe oder so. Und in Wirklichkeit bin das nicht ich, sondern ihr seid. Vielleicht kann ich euch motivieren, okay? Und das beruht, wie ihr gerade merkt, auf Gegenseitigkeit. Ihr gebt dann Gas, ihr macht was. Es gibt so viele da draußen, die einfach durch den Kanal, ich kann wirklich sagen, ein besseres Leben bekommen haben. Und das bedeutet mir einfach so wahnsinnig viel, wirklich. Das bedeutet mir viel mehr wie jedes Geld der Welt. Das bedeutet mir einfach so enorm viel und das schwöre ich. Also das ist mir wirklich so wichtig. Manchmal bekomme ich Texte, da habe ich sogar Tränen in den Augen, wenn mir einer von euch schreibt. Das ist wirklich heftig. Ich bin stolz auf euch, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und das... Ja, mir fehlen wirklich jetzt auch gerade wieder die Worte, weil es für mich schon sehr, sehr, mir bedeutet es halt enorm viel, wenn ihr wisst, was ich meine. Jo. Und es scheint auch immer so, wenn ich hier vor der Cam bin oder wenn ich irgendwo auf Insta zu sehen bin, dass ich einfach der glücklichste Mensch der Welt bin, was jetzt zum Teil auch stimmt, aber es war am Anfang des Jahres, Ende 2020, Anfang 2021, war es eher nicht der Fall. Und das wissen halt nur die wenigsten, also nicht nur... finanziell ging es immer gut, aber um das geht es im Leben nicht. Das bin ich mir so drauf gekommen. Ende 2020 und Anfang 2021 war halt echt die schlimmste Zeit in meinem Leben. Das kann ich ganz offen und ehrlich sagen. Und die wenigsten von euch wissen es, ja, weil ich hier vor der Cam natürlich und auch auf Insta will ich halt euch damit nicht belasten. Um das geht's. Sehr, sehr viele Member wissen es, die mich näher kennen, mit denen ich einmal, zweimal in der Woche schreibe, die haben das schon auch mitbekommen oder auch bei den Calls dann. Aber auf YouTube dann halt nicht. Und es war wirklich ein ganz, ganz schlimmes Jahr 21 am Anfang. Also so ungefähr bis zur, genau zur Hälfte hat sich das Ganze dann gedreht. Und wenn wir jetzt auf unser Beispiel hier im Video zurückkommen, auf eBay, ich habe da schon mal angerufen, die haben mir gesagt, nee, es passt alles, er wurde wieder gesperrt und dann, also das zweite Mal, er wurde gesperrt, ich habe angerufen, wurde wieder gesperrt, dauerhaft. Ich hätte aufgeben können. Das hätte sagen können, okay, Freunde, ich kann auf eBay nicht verkaufen, vielleicht haben wir mit der Challenge auf, weil ich auf eBay nicht mehr verkaufen kann. Hätte mir irgendeine Ausrede, hätte ich mir einfallen lassen können, einfach, dass ich nicht mehr weitermachen will. Aber das ist einfach nicht so im Leben, Freunde. Und das ganze Geschäft und das Selbstständigen-Dasein kann man so massiv mit dem Leben vergleichen. Und bei mir war es auch so, Ende 2020, ich wollte nicht mehr, ich hatte keinen Bock mehr. Also nicht nur auf das, sondern grundsätzlich auf mein ganzes Leben. Ich hatte keinen Bock mehr drauf. Ich wollte nicht mehr. Und Anfang 2021 ging es immer blöder weiter. Und schlussendlich ging es dann halt trotzdem darum, einfach weiterzumachen. Und ich will euch sagen, egal wie schlimm das ist, Freunde, meine Lage war definitiv nicht die schlimmste, aber auch bei weitem nicht die schönste. Also es war
sehr, sehr anspruchsvoll. Also nicht jetzt irgendwie hier auf YouTube oder nicht auf Instagram oder auch nicht finanziell. Da ging es ja blendend. Ich habe Abonnenten, alles habe ich dazu bekommen, habe auch Geld, aber um das ging es da nicht. Da ging es um viel, viel was ja, tiefgründigeres, was dich halt viel mehr trifft. Also ja, dass man halt dann nicht mehr so einfach verkraftet das Ganze nach, ja, wie gesagt, mir fehlen die Worte, es tut mir leid, Freunde. Ich will euch auch nicht damit belasten, sondern ich will euch einfach sagen, macht immer weiter, Freunde. Jeder Tag ist ein neuer Tag und wir leben genau einmal. Jeder von uns lebt ungefähr 30.000 Tage, kann man sagen, wenn man so einen Durchschnitt rechnet. Man steht auf, geht ins Bett, ein Tag ist weg. Man steht auf, geht ins Bett, der zweite Tag ist weg. Und verschwendet eure Zeit nicht, verschwendet eure kostbare Zeit nicht. Du kannst Geld eigentlich unbegrenzt herbeischaffen. Es gibt Leute, es gibt Milliardäre, es gibt 150 Milliarden hat der. Aber trotzdem lebt er nicht länger wie der Durchschnitt, blöd gesagt. Natürlich, er könnte Glück haben, ein paar Jahre älter werden, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen verstehe ich nicht, wie manche die Zeit so behandeln, als wäre sie unbegrenzt verfügbar. In Wirklichkeit ist es nicht. Sondern Geld ist in Anführungszeichen unbegrenzt verfügbar und die Zeit nicht. Aber die meisten vertauschen das Ganze. Das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Lehre, die ich euch noch weitergeben will. Nehmt jeden Tag, respektiert jeden Tag, dankt, seid dankbar für jeden Tag. Es ist ein kostbares Gut, die Zeit nämlich, und verschwendet die nicht mit Dingen, die euch nicht Spaß machen, mit Leuten, die euch nur runterziehen und so weiter und so fort. Natürlich, ich bin auch sehr oft in die Falle getappt, aber ich will es einfach so weitergeben. Der eine oder andere denkt sich jetzt, der Digi mit 25 labert hier, aber ich habe schon richtig viel erlebt. Ich sage immer, wenn ich mit meiner Freundin jetzt spreche, eigentlich bin ich schon so alt, ich könnte jetzt schon sterben, ich habe eigentlich schon zwei Leben durch, blöd gesagt. Aber so ist es halt nicht, ich bin 25 und will noch gerne hierbleiben, aber allein von dem, was ich schon alles durchgemacht habe oder erlebt habe, aber ich will jetzt nicht irgendwie jammern oder so, es macht mich natürlich immer stärker und es passt auch alles, es ist einfach so. Jo, Freunde, jetzt habe ich euch vielleicht ein bisschen zugemüllt mit irgendeinem Bullshit, der euch nicht interessiert, aber vielleicht könnt ihr die ein oder andere Weisheit, die ihr von einem 25-Jährigen, der irgendwie in seinem Wohnzimmer gerade sitzt, mitnehmen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Grundsätzlich würde ich euch einfach sagen, bleibt motiviert, bleibt so wie ihr seid. Ihr seid die beste Community der Welt. Es wird nächstes Jahr genauso cool weitergehen, wie es dieses Jahr geendet hat. Ihr werdet mich definitiv nicht los und mein Leitspruch, was ich auch immer wieder poste oder schreibe, immer weiter, der hat sich in so vielen Lebenslagen bei mir bewährt. Auch in den kleinen Beispielen wie bei eBay jetzt, dass wir dich wieder freischalten. Dann hätte ich da aufgegeben, wäre ich nicht mehr freigeschalten worden. Jetzt habe ich den Account frei, aber auch, wie ich alles hinwerfen wollte Ende 2020, also nicht die Firma, sondern einfach alles, wenn ihr wisst, was ich meine, habe ich trotzdem irgendwie die Kurve gekriegt, beziehungsweise habe mich an meine eigenen Leitsprüche wieder besinnt oder so, wenn ich das so sagen darf. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zugemüllt mit meiner Weisheit. Ich wünsche euch wirklich alles Liebe. Bleibt gesund, gerne teilt das Video, gerne liked das Video, würde mich natürlich freuen. Schreibt einen Kommentar, wie ihr es gefunden habt. Und das nächste Video gibt es dann am Samstag gibt es ein Video wieder. Und auch nächsten Dienstag, wie immer um 18 Uhr. Wo es dann endlich nach 2 Wochen Verzögerung bei eBay mal endlich losgeht. Ich schaue, dass ich jetzt gleich die Produkte liste zum zweieinhalben Mal. Das ist wirklich ein Witz. Aber was soll ich denn machen? Ich könnte mich jetzt beschweren oder ich könnte, wie ich gerade mache, drüber lachen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe. Ich mag euch richtig gern. Ihr wisst das, glaube ich. Und ja, ciao, ciao. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns.